Ohne ihren Hund geht Veronique Van Gansbeck nicht aus dem Haus. Der Vierbeiner ist nicht nur ihr treuer Begleiter, sondern hilft der Mutter von drei Kindern auch, den Alltag zu bewältigen. Schließlich ist die junge Französin sehbehindert infolge einer Erbkrankheit. Nach 2 Jahren mit Blindenstock hat sie sich Ups angeschafft. Le premier mot, ça serait la liberté. Mit dem Hund bin ich freier. Und dann wird man mit Hund auch leichter angesprochen. Mit dem weißen Stock bin ich zwar auch selbstständig, aber so kommt man nicht in Kontakt mit anderen Menschen. 25.000 Euro kostet ein solcher Hund. Die Kosten übernimmt eine Blindenhundschule. Dort wird das Tier umfassend ausgebildet. Die Hunde lernen hier alles, was sie in den Familien können müssen. Sie müssen stubenrein sein und wenn man den Hund mal 3 oder 4 Stunden lang allein lässt, darf er auch keine Dummheiten machen. Zum Beispiel auf die Couch gehen, wenn die Familie nicht da ist oder deren Essen anrühren. Zunächst leben alle Hunde in Gastfamilien, anschließend werden sie noch 1 Jahr lang ausgebildet. Der Hund muss darauf achten, dass sein Herrchen Hindernissen ausweicht und er muss alle Befehle befolgen, also den Besitzer etwa eine Straße entlang leiten oder über einen Zebrastreifen gehen oder einen U-Bahn-Eingang finden. Aber er ist kein GPS. Ohne klare Anweisung findet er den Weg auch nicht. Die Schule in Ranc an der Grenze zu Belgien ist die älteste ihrer Art in Frankreich. 1500 Hunde wurden hier bereits ausgebildet.